Und willkommen zu einer weiteren Video-Terraria. Die letzte Folge, die ihr wahrscheinlich gesehen habt von mir richtig, war die, wo ich die Zerstörer alle zu dritt eliminiert habe. Also die mechanischen Bosse. In diesem Video will ich nicht viel Besseres machen. Wie gesagt, ich blende euch hier alle Bosse, die ich jemals gemacht habe, in der Reihenfolge auf. Wie wir sie gemacht haben halt und alles. Und ja, das wird nach Reihenfolge aufgelistet. Auge und so, Kingslime. Mit unserem Equip, wo wir ihn das allererste Mal besiegt haben, wird es einfach nur ein Video in längeres sein. Und ja, hier mache ich einfach nur jeden Boss, wie ich ihn das erste Mal geschafft habe. Die Loses werden hier nicht gezeigt, nur das, wo ich das geschafft habe, wirklich das erste Mal. Bis zum Zeitpunkt am Ende. Und ja, ich bin gerade noch von der letzten Aufnahme, von der letzten Folge hier drin. Also was ich gerade noch mitnehme, wird auch so, wisst ihr nur von diesem Video auch. Und dann ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Aufnahmen von damals. Ich hoffe mal, dass die Quali von den ersten paar Folgen nicht zu schlecht ist. Für euch dann schon mal. Let's go. We'll be right back.
Okay, Leute. Das waren alle Tatsachen, die wir gemacht haben, geschafft haben oder wie auch immer gemacht haben. Von mir habe ich sonst eigentlich nicht mehr was zu sagen, Bestimmtes. Ansonsten, wie gesagt, checkt das die letzte Folge 3, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich nehme aber schon an, dass ihr das gemacht habt, wenn ihr das jetzt seht. 3, wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendein bestimmtes Ziel wirklich von mir unbedingt sehen wollt, dann mache ich das vielleicht. Neues Projekt kommt entweder in ein paar Tagen oder in ein paar Monaten. Ich kann es nicht sagen, ich wohne in Baden-Württemberg. Ferien sind bald bei mir wieder um, Sommerferien. Ja, mein Hund, der ist hier im Hintergrund am Schlafen, ich weiß. So, ansonsten hoffe ich, dass dieses Video von Terraria als Abschluss noch gefallen. Wenn neue Bosse kommen, das werde ich safe noch machen irgendwann. Ja, aber gerade gibt es hier keine, wir haben alles geschafft an Bossen. Und die 3 Ziele auch. Das muss ich nicht noch erwähnen, dafür könnt ihr das Projekt anschauen. Von mir, bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache und was ihr anschaut. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts weiteres zu verpassen, auch nicht das neue Projekt. Ihr könnt mich in der Videobeschreibung auschecken, da habe ich nämlich einen TikTok-Account. Und von mir sonst, bis zum nächsten Mal, danke für alles, was ihr gemacht habt. Und ciao, Leute.